Also freut ich noch auf viel, viel Tony Hawk. Und das ist jetzt wieder eine Trickmission, die etwas spezieller ist, denn wir müssen Kombination machen. Aber das ist die Tricks oder die Kombination kommen in einer so geringen Frequenz, dass man da nicht unbedingt sich beeilen muss. Und man sieht, das sind auch so ganz simple Tricks. Oh, aber wenn man die nicht steht, ist natürlich auch nicht gut. Na, sage mal. Das Lustige ist, wenn so ein Doppelding kommt, das heißt, zweimal derselbe Trick, muss man die nur einmal machen. Und warum auch immer ich jetzt einen Semi-Flip gemacht habe. Naja. So, jetzt muss ich mich aber doch ein bisschen dran halten. Hallo, No Scrap und... Ey, hallo? Na also. Mein Gott. Ja, sind sie. Und damit sind wir bei einer Special-Zahl angelangt. Und zwar die 91. Wäre eigentlich so ziemlich der geilste Abschlusspunkt für mich. Allerdings will ich euch ja noch den Zoo und die restlichen Missionen zeigen. Oho, ein so schwieriger Score. Ist ja nicht so, als ob ich das schon tausendmal geschafft habe. Wow, und ich stelle mich schlau an. Sag mal, ey. Knack, knack. Knack, knack. Ich fahre jetzt erstmal woanders hin. Das ist nämlich keine gute Location. Und ich habe dort $100. Hurra. Ach ja, würde bei uns in Deutschland das Geld auch so auf den Straßen liegen. Dann wäre es ganz schnell vergriffen. Genau. So. Dann mache ich jetzt mal hier einen kleinen... Ah, das hat nicht funktioniert. Eigentlich wollte ich die Geschwindigkeit aufnehmen, damit ich hier ein paar epische Kombos machen kann. Aber das hat natürlich geklappt, wie sonst irgendwas. Und das war unglaublich schwierig. So. Und so. Was haben wir denn jetzt? Ich finde irgendwie gerade keine Mission. Ah, da unten haben wir noch was. Offensichtlich ist hier ein großer Aufruhr. Und es geht hier im Grunde um diesen Elefanten. Wir machen jetzt mal hier voll einen auf Freiheitsschützer und so. Allerdings hat natürlich der Zoo, dem dieser Elefant gehört, ein bisschen was dagegen. Und deswegen müssen wir das Ganze hier ein wenig kaputt grinden, bevor der Elefant hier vorbeikommt. Und das machen wir einfach, indem wir die Leinen hier entlang grinden. So. Ist natürlich ein bisschen fies, dass direkt am Anfang zwei Traps hintereinander aufgestellt sind. Oh, und wenn man sich dann auch noch so schlau anstellt, ist das natürlich besonders einfach. Oh, ob ich das schaffe? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, komm, komm. Boah, das hat geklappt. Okay, direkt zur nächsten Falle. Jawohl, das hat gut geklappt. Und das auch, oh, sehr gut. So, jetzt muss man noch die letzte finden, die sich da hinten befindet. Okay, da habe ich wieder ein bisschen Zeit, das ist natürlich gut. Und wenn das so aus dem klappt, dann ist das gut. Die Logik dahinter muss man nicht ganz verstehen. Wir befinden uns gerade in London. Es befindet sich ein wenig weiter von Afrika weg, oder nicht? Oder bin ich so schlecht in Geografie? Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt die nächste Mission suchen. Und deswegen mal hier die... Oh, wir haben nur eine Mission zur Auswahl und ich weiß auch direkt, wo die ist. Und zwar befindet sie sich... Ja, hallo, Luda.
Das ist eigentlich nur ein Minigame, wo man... Das ist im Grunde eine Glücksmission, also von daher interessiert mich nicht. Aber jetzt erstmal zu diesem Typen hier. Der hat nämlich Folgendes zu sagen. Da müssen wir einen Grab... Hoppala. Ein Grab-Trick über sie machen, damit wir die... quasi ihre Hüte klauen können. Das ist mal wieder so eine tolle Suchmission, die ich da liebe. Ich kann mich erinnern, dass ich immer einen so einen Typen hatte, den ich nie gefunden habe. Aber der war eigentlich gar nicht so großartig versteckt. Die sind ja eigentlich alle nur an der Straße rum. Also hier haben wir noch einen. Und dann müssen die noch irgendwo um die Straße rum sein eigentlich. Ja, genau hier einmal. Und jetzt fehlt mir einer. Oh, ist ja nicht so, als ob ich das gerade noch gesagt hätte, dass ich das normalerweise tue. Da hinten? Habe ich den da übersehen? Ja, habe ich. Sehr gut. Nein! Oh, ich dachte schon, das hätte wir jetzt nicht geschafft. Aber der Hut ist ja jetzt im Wasser. Das ist natürlich, das gibt wahrscheinlich mal Bonus. Und so. Und wir machen jetzt auch mal ein bisschen mehr Switch. Und damit haben wir noch eine Mission, die sich wieder mal am anderen Ende der Stage befindet. Hurra! Aber wir sehen, offensichtlich haben britische Offiziere, Polizisten, hohe Köpfe und vor allen Dingen eine hohe Stirn. Naja. So, da habe ich auch gerade die Mission gesehen. Und, oh, das ist auch noch so eine lustige Mission. Von der ich keine Ahnung habe. Ich glaube, ich habe sie mit Knöpfen dafür total falsch besetzt. Ja, habe ich auch. Leute, diese Mission werde ich nicht machen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich es nicht kann. Das ist eine unschaffbare Mission für mich, ganz einfach aus dem Grund. Weil ich die Knöpfe nicht richtig belegen kann. Danach, um diese Mission zu schaffen. Und deswegen werde ich jetzt einfach sagen, was diese Mission ist. Man muss sich eben an dieses Polizeifahrzeug, an dieses Motorrad ranskitschen und dann möglichst lange aushalten, bis sie einfach anhalten und sagen, boah, ich hau dich jetzt voll runter und so. Solange werden die versuchen, einen runter zu kicken oder mit dem Knüppel zu schlagen und man muss eben dementsprechend reagieren. Und dann hat man die Mission geschafft. Das werde ich hier leider nicht umsetzen können, wie gesagt, weil ich das nicht vernünftig konfigurieren kann. Und deswegen kommen wir jetzt direkt zur nächsten Mission. Und zwar zum Zoo. Ich glaube, ich werde das Ganze hier jetzt noch in einem Part durchmachen. Weil wenn ich jetzt hier schon zwei Welten fertig gemacht habe, dann kann ich auch noch eine dritte hinterher machen. So, jetzt sollen wir im Grunde nichts anderes machen, als über dieses Maskottchen zwei Tricks machen und dann haben wir es auch schon geschafft. Und wir erhalten für eine so einfache Mission einen Stickpoint. Naja, nevermind. So, weiter geht's. Wir holen uns erstmal das Money da oben, oder auch nicht. Dann werden wir Folgendes machen. Brutale Münter, die Kinder in einem Kinderwagen uns angreifen. Das wollen wir mal einer gut reden. Und hier haben wir Tony Hawk, der uns auffordert, einfach mal eine 80.000 Punkte Kombo zu machen. Machen tun ich das jetzt sofort. Ich probiere das natürlich wie immer in einer Kombo. Ah, das hat nicht ganz geklappt. Und wer sich wundert, dass ich auf einmal hier wieder bin, das ist ein Ultra-Teleport, wie ich ihn gerne nenne. Der uns dann einfach wieder dahin bringt. So. Damit hätten wir diesen Score auch gemacht. Wie immer ein Step Point und mach mal den perfekten Olli und so.
Und wir kommen zu dieser Mission. Und hier kriegen wir eine unmögliche, einfache... Ah, okay. Das einfache streichst du jetzt einfach mal. Und wir machen hier eine unmögliche Kombination. Die unmöglich ist und so. Mann! Noch! Boah, dieses Affengestrei geht mir aber auch mal voll gegen den Strich. Obwohl hier überhaupt keine Affen zu sehen sind. Das soll mir auch mal wieder einer erklären. Wahrscheinlich... Ich komme hier gerade auf komische Ideen. Wahrscheinlich, nur wahrscheinlich, haben die Zoowärter die einfach nur Lautsprecher in den Gegend installiert, damit sie sich keine echten Affen kaufen bzw. halten müssen. Das kann ich mir vorstellen. Holy Zoowärter. FTW und so. So, und damit hätten wir diese unmögliche Kombo auch geschafft. Ich bin's ja auch, Mann. So, wir kriegen einen Setpoint und investieren einfach mal einen Spin. Und dieses Affengeschrei muss unbedingt aufhören. Jetzt drehe ich hier noch durch. Also werden wir hier einfach schnell mal eine Mission hier noch machen und dann war es das auch schon wieder mit dem Machen gehen. Was? Was müssen wir machen? Ach, wir müssen ihn. Ja, das ist wieder so eine Geschwindigkeitsmission. Wir müssen jetzt den Wachen Bescheid sagen, damit die gewarnt sind und die den Affen nachfragen können. Allerdings dürfen wir hier den Ultra-Teleport nicht einsetzen, sonst haben wir verloren. Und damit hätten wir das dann auch schon wieder geschafft. Kommt das denn so vor? Das ist ein relativ großer Affe. Hm, wahrscheinlich kommt es ja einfach nur so vor. So, 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 so. Und damit kommen wir zu ihm hier. Dem Competition Guy. Und das ist wieder ein Shothelm Competition. Das heißt, es kommt hier auf die perfekte Combination an. Und deswegen werde ich das doch einfach hier machen. Oh, das hat geklappt, das freut. Wow, 222.000. Geiler Scheiß. Nein, oh. Na, das war jetzt nicht so gut. Aber mal gucken, was ich dafür für eine Wertung bekomme. Oh. Okay, würde ich sagen. Aber ich werde jetzt nochmal versuchen, eine perfekte Wertung einzufahren. Weil das voll gut ist und so. Na, zwar mit dem Special-Trick voll kreativ und so. Allerdings habe ich nicht viele Erste, die ich machen kann. Boah, der war nice. Der war richtig nice. Der war so nice, dass er nice war. Und das war richtig schlecht. Dann brauche ich jetzt nochmal eine epische Kombination. Der epischen ist und so. Och, das war dumm. Na komm. Das machen wir doch einfach mal nochmal. Weil das war jetzt echt fehlbar und so. Und ich werde jetzt hier mal ein bisschen meine Klappe halten, damit ich mich konzentrieren kann. So, passt perfekte Wirkung und so. Und das werden wir nochmal direkt versuchen zu wiederholen. No, und das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus.
Okay, ich glaube, das bringt jetzt aber die perfekte Wertung, oder? Jo. Und ich würde sagen, da müssen wir den dritten Lauf nicht unbedingt machen. Jo. Ich setze mit meinem. Jo. Jo, was geht ab, man? Und hier kommen wir zu einer Mission, die gar nicht mal so einfach ist. Allerdings meine ich, gäbe es irgendwie einen Trick oder so. Irgendein Special-Trick. Ich glaube, es war einfach umgekehrt fahren. Weil man muss eher mal um das Gehege rum. Und ich meine, es wäre einfach gewesen, wenn man es umgekehrt macht. Also falsch rum quasi. Ja, tatsächlich. Also 100 mal einfacher. Und damit haben wir 100 Punkte und so. Aber wir machen trotzdem unbeirrt weiter. Yay! So, was haben wir denn noch? Ja, noch einiges. Da werden wir wahrscheinlich noch den einen oder anderen über den Weg laufen. Und so. Und wir haben mal wieder die Wahl zwischen vier verschiedenen Missionen. Ich nehme jetzt einfach mal die hier oben. Von Tony Hawk. Und wir müssen 200 Punkte, 200 Punkte, oh, 200 Punkte gemacht. Nein, 200.000 meine ich natürlich. Was natürlich, oha, dumm ist. Nein, was natürlich keine allzu schwierige Sache sein sollte. Und ich sage hier ganz bewusst sollte, weil ich mich ja gerade gerne anstelle. Allerdings klappt das doch relativ gut. Jawohl. So, dann kommen wir zu dem Zuwärter. Und der will Skate haben. Warum wollen die heute alle Skate haben? Und was zur Hölle war das? Das lassen wir jetzt einfach mal ganz unkommentiert so stehen. Und ich möchte das Ganze jetzt nochmal probieren, weil ich das Teer einfach nicht auf die Reihe bekomme. Ach so, das Ding wurde hochgefahren, alles klar. Warum schafft der Typ es einfach nicht, ins Spine-Transcend zu machen? Oder generell in diesen Pool reinzukommen? Ah, Spine-Transfer. Er ist so unfähig. Neversoft ist unfähig. Die ganze Welt ist unfähig. Da geht er. So, jetzt müssen wir eine Hippo-Plant hier machen, um an das A ranzukommen. Was natürlich episch klappt und so. Was haben wir denn jetzt hier? So, so. So ausrichten und yes! Okay, wir haben eh noch genug Zeit, also von daher brauche ich mich da jetzt gar nicht aufregen. Wir müssen die anderen jetzt aber erstmal finden, die anderen beiden Buchstaben. Was sich gerade irgendwie als schwieriger herausstellt als gedacht. Hallo? T? Hey, wo bist du? Wo ist das? Da haben wir das E, dann ist das T bestimmt da drinnen. Oder auch nicht. Okay, das T ist mir gerade irgendwie im Mysterium. Ach, da ist das T und alles klar. Okay, dann werde ich es jetzt schaffen und so. Außer er verhaut mal wieder diesen Spine-Transfer, aber er tut es nicht. So. Jetzt habe ich... Natürlich. Ich habe das A ja nicht berührt. Nein, ich bin ja nur mit dem Kopf, mit dem Gesicht durchgeflogen.
Mein Gott. So, jetzt aber. Na also, mein Gott. So, dann schnell zum T und schnell zum E. Weil das Ganze jetzt schnell gehen muss. Und das, das würde ich sagen, war mal richtig nice. Wo war denn jetzt? Ich bin dran vorbeigegrindet. Hurra. Aber man muss auf diese Leitung da drauf. Ich habe gedacht, man müsste an dem Gehege entlang grinden. Aber oft sicher nicht. Nein, man muss hier diese... Man muss runterspringen. Da war gar keine Leitung. Oh Gott. Nein. Na? Ich wollte das sagen, das geht doch noch. Das wissen viele auch gar nicht, wenn man den A, den A-Knopf gedrückt hält. Genau, wenn man den A-Knopf gedrückt hält. Nein. Wenn man den Spine-Transfer mit dem Grind-Knopf bei einem Lip gedrückt lässt, dann kann man so episch anfangen zu grinden. Das ist ziemlich cool. Und hat mich schon oft aus der Bedrohle gerettet. Aber nun erstmal hier zu diesem Typen, der uns eine unglaublich schwierige Mission gibt. Und zwar sollen wir hier an diesem Elefanten einen 30-sekündigen Skitch machen. Und er macht dabei so eine Scheiße. Und so, ne? Und ich bezweifle, dass wir das hier jetzt beim ersten Versuch machen werden. Weil gerade zum Ende kriegt er mal so richtig Durchfall. Und da wird's schön schwierig. Oh, verdammt. Genau das habe ich gemeint. Also, nächster Versuch. Ich werde jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger sein, damit ich das auch schaffe. Yes! Das ist eine recht gute Idee. Naja, wir werden es einfach mal nicht machen und direkt zur nächsten Mission überspringen. Wir sollen hier jetzt einfach mal, warum auch immer, die Löwen mit einem... mit einer 50.000 Kombination... 50.000er Kombination, mein Gott. Ablenken. Warum auch immer sie sich dadurch ablenken lassen, aber scheinen sie anscheinend. Weil Löwen lieben Skateboard und so. Das wissen wir ja alle und so. So. Damit hätten wir fast den perfekten Skater. Es fehlt uns nur ein wenig Balance. Und wir machen direkt mal weiter mit der Folgemission. Und das ist nicht ganz ohne hier. Und zwar sollen wir hier diese Löwen anlocken und dann genau das nicht tun. Und zwar sollen wir dann fliehen. Und zwar schnell fliehen. So. Verdammt. Weil sonst werden wir Tigerfutter. Löwenfutter liegt da. Deutsch! Komm, das probieren wir nochmal, das kenne ich besser. So, wahrscheinlich soll man hier einfach nur nicht anhalten, genau. Und dann klappt das Ganze auch. Man kann hier auch mal so ein bisschen episch grinden und so. Ah ne, dann hängen wir das Ganze ab und dann ist das Ganze auch nicht gut. Wo ist er denn? Da. Oh, dummer Elefant. Dummer Elefant, dummer Elefant, dummer Elefant. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal einen großen Bogen drum machen. Gucken, ob es auf uns reagiert. Ja, tut es. Und dann haben wir es jetzt hier auch geschafft. So, machen wir mal epischer Escape und so. Und widmen uns dem, der zweiten Löwin. Oder ist es eine Löwin oder ist es die Löwe? Nein, es ist eine Löwin. So.
Warum verfolgt es uns nicht mehr? Wahrscheinlich, weil wir da über den Brunnen gefahren sind, ja genau. So, dann muss ich einmal hier durch. Genau. Och! Nice Kitty ist toll. Naja, auf jeden Fall. Wenn ich das Ganze jetzt mal so handeln. Und dann klappt das Ganze auch nochmal. So, und damit hätten wir es geschafft. Keine großartig schwere Mission. Nur wenn man sich mal wieder anstellt, wie ich, dann klappt das Ganze auch nicht. So. Ich glaube nicht, wie ich mich gerade erschrocken habe. Naja, auf jeden Fall reden wir jetzt einfach mal mit Bob und wir kommen zu meiner Hassmission aus dieser Stage. Denn es ist eine Line-Combo-Mission, wie ich sie nenne. Wo man nicht einmal fällen muss, das kennen wir noch aus San Marino, hätte ich jetzt was gesagt. San Francisco. Deswegen werde ich jetzt auch hier ein wenig ruhiger sein, damit das Ganze hier auch klappt. So. Das reicht gleich. Boah, hätte ich jetzt gelandet, gerade eben, hätte mir 10 Punkte gefehlt. Boah, wäre das ärgerlich gewesen, ey. So, dann machen wir meinen Lieblingsgrind mal, weil er mein Liebling ist und so. Und dann haben wir das Ganze auch schon geschafft. Gut, hätte ich den Heelflip jetzt nicht dann noch gemacht, dann hätte ich es nicht geschafft. Aber ich habe es geschafft und meine Hassmission mit dem ersten Versuch geschafft. Das nenne ich Skill. So, dann kommen wir zu mal wieder der nächsten Mission. Ich meine, im Birdhouse wäre noch was gewesen. Ja, genau. Und zwar ist da wieder BAM! Und wir sollen einfach nur Kickflips machen. Was? Achso, und Liptricks. Das ist das Specialige hier. Und man sieht ziemlich lange Namen. Und im Grunde auch nichts wirklich Schwieriges. Weil es auch nicht unbedingt wieder mal eine hohe Frequenz ist oder so. Aber hier haben wir mal wieder einen Lip-Trick. Allerdings kein Problem für den Mann mit der schwarzen Jacke. Und so. Aber jetzt noch ein Lip-Trick und ich lege mich mal voll auf die Nase. Oh nein. Und da habe ich mal wieder unnötig spannend gemacht. So, aber es hat ja geklappt. So. Und wir halten den letzten Statpunkt dieses Let's Plays. Und haben damit den perfekten Skater. Nach 107 Missionen. Und jetzt gucken wir nochmal, was wir noch so haben. 3 Missionen noch. Allerdings muss ich hier mal eben kurze Pause machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Nach der kurzen Pause wieder da und so. Und wir kommen zu den Final 4. Nennen wir sie mal so. Und der erste der Final 4 wird jetzt einfach mal Bob sein. Oh. Und wir gehen vorerst erstmal ins Gehege der Löwen. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt erstmal hier zu Bob. Und das ist auch nochmal so eine lustigere Mission, also eine Fun-Mission. Wir sollen im Grunde nichts anderes machen, als ein Special hier rausmachen. Ups, und das war der falsche. Also das Ganze nochmal von vorne. Oh, mit einem Oh. So. Also, jetzt der zweite Versuch. Und diesmal werde ich es richtig machen. Way. Dies ist nice. Okay. Damit kommen wir zu der nächsten Mission. Und da habe ich
früher nie gecheckt, also ich zeige euch jetzt erstmal, hier sieht man hier einen blauen Pfeil, allerdings gibt er uns keine... Ja. Gibt er uns nur einen Hinweis, was wir machen sollen. Und da habe ich früher gedacht, boah, was soll man machen? Bin früher einfach hier vor ihren Kopf gefallen oder so, habe versucht, auf ihren Stoßzehnten zu grinden. Im Grunde muss man Folgendes tun. Und zwar, ach, ich habe auch keine Ahnung, wie man darauf kommen soll. Ich habe mir da auch von einem guten Kumpel mir einen Tipp abholen müssen. Und zwar müssen wir, ach, komm schon. Na, ich wollte jetzt schon Neustart machen. Oh, Skill ist vorhanden. Und zwar müssen wir einfach das hier machen. Auf sie drauf springen. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Und dann trampelt sie alles nieder und öffnet uns den Weg zu einer neuen Mission. Indem wir Pinguins fangen müssen. Und die geben ziemlich ekelhaften Sound von sich. Ein ziemlich ekelhaften Sound. Übrigens, die Pinguine in dem Gehege, da müssen wir natürlich nicht fangen. Die sind ja schon gefangen, quasi. Boah, das ist so ein ekelhafter Sound. Und zum Glück weiß ich noch in etwa, wo die sich ungefähr aufhalten. Und da oben sieht man schon die letzte Mission hier. Ja, und damit hätten wir es auch geschafft. Das war epischer. Ein epischer Jump. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir darauf? Irgendwie. Bestimmt. Oh, das ist eigentlich schon wieder so eine eigene Mission wert. Wie kommen wir zu dieser Mission? Aber ich glaube, es ist so am einfachsten hier. Oh. So. Und so, jawohl. Zwar gefallen, aber ich hab's geschafft. Und hier sollen wir einfach nur ein wenig grinden. Und so. Oh. Und natürlich werden wir nicht wieder hochgeportet. Sondern müssen die Mission von vorne anfangen. Und da wäre ich fast aus dem Spiel ausgestiegen, was ich natürlich nicht so will. Oh, oh, oh. Okay, und jetzt fragt ihr euch sicher, where the hell? Da waren noch nur drei Banner, wo ist der vierte? Genau da. Und den werden wir jetzt hier auch mal aufkommen. Den wir auch mal abgrinden und dann haben wir es auch schon geschafft. Außer ich fall hin. Knack, knack. So, jetzt aber. Und yay. Hör mal, die Sau verarscht uns, ey. Naja. So, und damit kommen wir nicht etwa zur Pro-Mission, sondern zu meiner Hass-Mission in diesem Spiel. Ich habe das Ganze nicht vergessen, keine Panik. Ich wurde schon darauf angesprochen. Aber ich habe es nicht vergessen. Oh, und ich hasse diese Mission, weil sie hassbar ist. Aber ich glaube, mit dem perfekten Skater ist das nicht allzu schwierig. Und zwar müssen wir eine Manual-Kombo, wir müssen keine speziellen Tricks oder so machen, sondern, nein, im Grunde nur hier drüber manualen. Und da haben wir es geschafft. Geiler Scheiß. Ja, so, damit haben wir es getan, so wie das steht. Und
Wir kommen zu der allerletzten Mission dieses Let's Plays. Aber nicht den Alkotas. Und auch nicht... Und das war der letzte Fail hoffentlich dieses Let's Plays. Sondern zum Shipyard. Und da haben wir den Movie Director. Ich werde das Ganze hier jetzt mal vorlesen. For better or worse, Hollywood has taken note of the rising popularity of action sports. Ich kann nicht lesen. We only have a couple of minutes of light left. We have to get these shots, people. You have to hit all the detonators. So, im Grunde müssen wir nichts anderes machen als. Ich erkläre es lieber mal so. Ja, nee. Wir machen es noch anders. Ich erkläre es so. Da seht ihr, ja, da vorne einmal einen roten und einen grünen TNT. Wir müssen alle grünen TNTs upgraden, während wir die roten vermeiden müssen. Aber das Ganze hört sich einfach an, als es ist. Und den Grund werdet ihr jetzt erfahren. Wackelcam Attack! Und wir müssen das Ganze übrigens in einer Kombo machen. Aber die Wackelcam Attack ist schlimm. Wow, Wackelcam. Aber da haben wir es doch schon fast geschafft. Und wir müssen jetzt nur noch... Nein! Wir hätten jetzt noch einen Lip-Trick darauf machen müssen und dann hätten wir dieses Let's Play durch gehabt. Aber nein, wir müssen noch einmal durch die Wackelcam durch. Sie wackelt, oh mein Gott. Nein, sie wackelt. Nein. Wackelcam. Oh, und das war schlecht, weil ich einen roten getroffen habe. Also müssen wir noch mehr Wackelcam. Ah, Wackelcam. Sie wackelt. Ah. Und da habe ich schon wieder geschafft, mal wieder viel zu früh auf das andere rüberzubringen. Und wer hätte das gedacht? Die Cam, sie wackelt. Oh mein Gott. Es ist so eine epische Wackelcam. So episch, dass das Ganze hier anfängt zu laggen und ich schaffe es nicht rüber zu springen. Also noch mehr Wackelcam und wir hauen einen Agenten tot und noch einen Agenten tot und oh, und Cut. Weil ich nichts geschafft habe, über die Ramp zu springen. Also noch mehr Wackelcam, weil sie ist voll episch und so. Mein Gott, ich glaube, das wird ein Special von mir, indem ich einfach nur 10 Minuten lang Wackelcam sage, weil sie wackelt und mein Gott, daran kann man sich gar nicht mehr richtig orientieren. Aber jetzt werde ich mal wieder etwas ruhiger und so wackelt sie wieder die Cam. Oh mein Gott, und dieses Spiel verarscht mich. Also, noch ein Versuch mit der Wackelcam. Es ist unglaublich, dass diese Cam wackelt. Und das wird nichts mehr? Nein. Oh Gott, Sie sehen hier die letzte Mission in diesem Let's Play und ich fehle voll rum. Und nur das, weil es eine Wackelcam gibt. Wow. Mein Gott. Wow. So, jetzt haben wir mal hier ein bisschen Konzentration. Damit ich das Ganze doch jetzt bitte einmal schaffen. Mein Gott. Weil meine Mission jetzt auch hier ein bisschen gegen den Strich geht und ich das Let's Play bitte beenden möchte. So. So, und jetzt noch. Was? Das muss auch noch in der Kombo sein. Ach komm. Aber ich glaube... Ich bin der Überzeugung, dass diese Typen hier mit scharfer Munition schießen. Ich erkläre euch gleich warum. Passt mal auf, jetzt! Überall sind totalen Schüsse! Meine Platzpatronen würden nie so funken.
Und das war die letzte Mission von Tony Hawk's Pro Skater 4. Ich werde jetzt. Ja, komm. Bla 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 bla. Ich werde mir jetzt noch einen epischen Ort aussuchen. Ja, komm. Ist ja gut. Achso, jetzt kommt erstmal noch ein wenig lustiges Zeug. Und ich glaube, das reicht eigentlich auch schon. Während diese Leute hier lustig rumfallen, werde ich mal mein Review abgeben. Ja, Tony Hawk's Pro Skater 4. Ein geniales Stück Software, das jeder mal wenigstens anspielen sollte, wer nichts damit anfangen kann oder keine Ahnung, Skate cooler findet, der soll sterben. Nein. Der soll im Glauben weiterleben. Denn dieses Spiel ist das absolut beste Skateboard-Spiel oder Extremsportspiel oder Sportspiel oder Spiel, das es überhaupt auf der Welt gibt. Und da lasse ich überhaupt nichts dran kommen. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Deswegen würde ich sagen, das war Tony Hawk's Pro Skater 4. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Tschüss.